Nudeln, was? Da ist die gute Frau. Du bist der gute Mann. Bescheid, dass wir anfangen? Bescheid? Ich weiß nicht, wo die Stecker sind. Murat? Was steht's ernsthaft noch auf dem Klo? Nein, ich muss. Tut mir leid. Was machst du? Mir ist kalt. Was? Ja. War das Sketch-Comedy, was die beiden da machen? Ich war schon mal in dem Haus. Ich weiß ganz genau, was da links ist. Und da ist nämlich nicht die Toilette. Ich habe euch voll durchschaut. Das ist die große Verschwörung. Love Owls, vielen Dank für den Prime Sub. Noch mehr Spaß. Ich habe die Heizung runtergedreht, ein bisschen. Du Schwabe. Ja, musste sein. Oh. So. Das ist wirklich so. Murat hat wirklich immer Decken. Immer wenn es so abends wurde und ich mit Murat geredet habe, hat er sich immer eine Decke geholt. Ein richtiger Deckentyp. So. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. War neulich echt ein Schulfreund von Samira da. Ich nenne jetzt keine Namen. Das war richtig cool. Ich nenne keine Namen. Es ist so peinlich. Es war so peinlich. Die wäre am liebsten im Erdboden versunken. Und es sind einfach Schulfreunde. Die hat ja noch keinen Freund oder so. Die sind Schulfreunde. So die spielen, an. Die lernen. So fängt's an. Stimmt doch gar nicht. Ja. Dann sitzen wir am Tisch und dann sagt der Murat einfach so. Und das, der Junge heißt nicht Olaf. Der weiß ganz genau, wie der Junge heißt. Und dann sagt er so, ah, hi, Olaf. Olaf war der Name, oder? Und er so, nee, ich heiße anders. Und der Murat so, ah, ich habe den Namen schon ganz vergessen. Bei Samira kommen jeden Tag die Jungs rein und raus. Da kann ich mir nicht alle Namen merken. Und ich sitze so am Tisch. Oh, das ist wirklich heftig. Mein Wutauge, so von Sarah, so. Ja. Ja. Und die Samira so, Papa, Papa. Ja, das war so peinlich. Ja, ich weiß. Halt, stopp! Jetzt red ich! Der ist doch nur ein Kind. Schmier die egal. Hat doch keinen Freund. Schmier die ist ein Spielfreund. Mir egal. Meine Tochter. Wow. Er wird auch nachspielen, aber ich sag's nicht. Ich würde es manipulieren. Ja, ich würde es auch zugeben. Sorry. Komm, letzte Frage. Wer würde den Kindern eher Hausarrest geben? Der Murat, weil er sich dann, weil er nicht wüsste, dass er sich damit selbst bestraft. In 100 Jahren würde ich meinem Kind keinen Hausarrest erteilen. Ich war auch nie eine Lehrerin, die Nachsitzen erteilt hat, denn dann bestrafst du dich doch selber damit. Dann musst du mit dem Kind zu Hause bleiben. Den ganzen Tag, die ganze Woche. Aber ich schließe die Tür mal ab. Und dann schiebe ich halt ab und zu mal hier auf und schiebe ich ein Stück Wasser rein. Ich bin der Papa, wo ihr immer sagen würde, das ist nicht mein Papa. Ich bin ganz ehrlich. Ich muss mal vielleicht mit Murat quatschen. Vielleicht hat er schon so ein Langzeitexperiment am Laufen, so wie was ich immer mit meinen zukünftigen Kindern machen will. Ihr wisst das ja, ne? Also die Leute, die länger zugucken, wissen das ja. Ich habe gesagt, wenn ich Kinder kriege, dann werde ich ihnen beibringen, dass ein Tisch ein Stuhl ist und ein Stuhl ein Tisch. Und dann, wenn die das erste Mal in der Schule sind, dann setzen die sich auf den Tisch und essen so vom Stuhl und sind so gebückt. Und dann werden die halt übel fertig gemacht von allen anderen Leuten. Und wenn die nach Hause kommen, sage ich halt so, genau das ist das Leben. Selbst deine Eltern verarschen dich. Egal wo du bist, selbst deine Eltern verarschen dich. Und dann noch das Apfel-Zwiebel-Ding. Dass ich denen dann immer sage, Apfel sind Zwiebeln und Zwiebeln sind Äpfel. Und das ist dann einfach so ein Mega-Ding, wenn dann die Kids auch in der Schule sind und dann gleicher Schultag, müsst ihr euch vorstellen. Und dann ist so Mittagessen und dann sind alle so gesund und so Öko-Leute und so. Und dann kommt einfach so, dann kommen die und sagen so, oh, jetzt gibt's noch einen Apfel dazu. Und die denken natürlich an eine Zwiebel. Und dann sind die so, bah, warum isst ihr denn Äpfel? Bah! Und dann lernen die, dass ich die da auch angelogen habe. Und dann will ich ja noch ein zweites Kind. Und bei dem zweiten Kind mache ich dann Folgendes. Das ist ganz wichtig, weil das mache ich dann anders, weil das erste Kind kann das ja dann unterrichten und sagen so, hey, wenn Papa dir sagt, Äpfel sind Zwiebeln und Zwiebeln sind Äpfel, dann lass dich nicht verarschen. Ich habe die Hardtour gelernt. Und ich habe gesagt, bei meinem zweiten Kind kommt das Harry Potter Ding. Und da werde ich dem Kind dann von Anfang an Harry Potter Filme zeigen und werde dann sagen, das gibt's. Und du bist ein Zauberer. Aber du darfst damit mit keinem reden, weil wenn du bis zu deinem 18. Lebensjahr jemandem erzählst, dass du wirklich ein Zauberer bist, dann bist du kein Zauberer mehr. Es geht einfach nicht. Dann hört deine Zauberkraft auf zu wirken. Und dann am 18. Geburtstag, weil ich habe ja dann einen Hof und dann lernt dieses Kind 18 Jahre lang mir zu vertrauen
Und dann beim 18, da mache ich so die Scheune auf und dann steht da einfach nur so ein Banner, wo verarscht draufsteht. Ah, ich liebe das. Ich freue mich schon, wenn ich Kinder habe. Der Rest wird, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, beim Rest bin ich ein ganz guter Vater. Aber ein bisschen Spaß muss man doch auch haben als Elternteil. Also, sorry, jetzt alle wieder hier so am Verteidigen und so. Das Kind, das läuft ja erst, wenn es 7 oder wenn es mein Kind ist, wenn es 12 ist, wird es wahrscheinlich erst laufen lernen. Die sind alle ein bisschen langsamer. Also im Prinzip können die sich nicht mal dran erinnern, was passiert ist, wenn die 18 sind. Das dauert ein bisschen. Ist ja ich bin da mit drin. Kennt diese. Und in der Kita, jetzt ist ja. Ich weiß generell nicht, wie das alles passieren soll. Ich hab die drei Sachen geplant für meine zwei Kinder und es wird dann sehr lustig. Mann nicht. So sagt Samira immer. Kann jemand die Polizei rufen? Ich kenne diesen Mann nicht. So im Auto drin. Ja, Hilfe, so ein Sattel zur Hilfe. Ja. Also es waren echt witzige Fragen. Allerdings frage ich mich, warum jede dritte Frage darum ging, ob wir einen Bungee-Spring machen würden, auswandern würden, wer eher drei Tage nicht duscht und unsere Schuhgröße. Und irgendwelche Körpergeräusche. Unter schade. Also ich muss sagen, dieses Jahr, wie gesagt, das letzte Video in diesem Jahr, zurückblicken können wir vielleicht auf ein oder zwei lustige Szenen. Also dieser wäre uns einmal fast die Küche abgebrannt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ihr habt gesagt, jetzt 32, das ist ab dem Punkt, wo ich gucken sollte. Edelpick, dankeschön für den Sub. Breaking News aus Waghäusel. Wir haben 12.35 Uhr. Und bei Sally ging der Rauchmelder an. Wir sind natürlich live vor Ort und können der besagten Sally ein paar Fragen stellen. Sally, wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Es ging im Prinzip damit los, ich habe den Ofen auf 10 Minuten eingestellt. Da sahen die Kekse noch perfekt aus. Aha. Aber sie war noch nicht durch und ich habe sie dann mal 5 Minuten nachgestellt und jetzt ist einfach zerstört. Der Rauchmelder wow. ging an, die Kekse sind verbrannt. Ich kann es auch nicht erklären. Wir haben das Phänomen gelöst. Auch bei Sallys Welt in der Küche geht mal was schief. Es lag einfach an der veganen Butter. Oh, was lernen wir daraus? Ich backe wieder mit der richtigen Butter. Richtige Butter nehmen, sonst verbrennt's. Mhm. Ja, oder die richtige vegane Margarine. Aber bitte probiert's nicht mit Kokosfett. Kokosfett. Verbrennt. Vielen Dank für das Interview. Wir verlassen den Raum. Sonst erleiden wir eine Rauchvergiftung. Wen wollen Sie denn grüßen? Mein Mann Murat, der bitte die Kekse entsorgen soll. Okay. Murat. Freddy Love. Tschüss, Sally. Kev, vielen Dank für den Resub. Was ist denn mit denen los? Seit wann ist denn das so Meme vollgeladen? I love it. Mr. Webb, dankeschön für den Prime Sub. Was ja auch ganz besonders war, dass der Sturm hier zum ersten Mal bei uns zu Gast war. Ich bin eigentlich Q&A. Was für eine Ehre. Und ich esse dabei Kinderschokobons. Aber das ist normal. Was war da? Ja, und das war echt schön. Also war ja mehrere Tage da und wir hatten richtig viel Spaß. Sie guckt so ein bisschen weg von der Kamera. Habt ihr ein Skript geschrieben? Musst du das jetzt ablesen? Ich sag, hier ist irgendwas faul, Leute. Ich bin in der großen Verschwörung auf der Spur. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist eine Verschwörungsgeschichte. Ich bin hier in der großen Verschwörung. Sie liest es ab. Wer schreibt dieses Skript zu Sally und mir? Ist es Kai Pflaume? Ich bin ganz ehrlich. Kai, komm raus. Nee, der ist nicht hier. Ich habe zu wenig Abos, bin Social Blade zu weit unten. Erst unter den Top 100. Komm, Kai Pflaume, mach eine Doku über dich. Vor allem habe ich ja den Sturmi jeden Tag mit Karaoke-Gesang überrascht. Und ich glaube, er konnte mit seinen Emotionen nie so richtig umgehen, gell? Das ist das, was meine Mutter auch oft über mich sagt. Konntest mit deinen Emotionen nie so richtig damit umgehen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, lauter, ne? Ist es da auf Maximum bei mir auch? Ich krieg's leider nicht lauter. Seine Emotionen nicht sammeln. Mhm. Ich habe ja schon gedacht, Corona ist schlimm, da kommt der Sturmi. Ja. Aber ist doch gut, ne? Ist echt gut. Was hast du da? Freddy, es ist ein Monk, passt nur auf, gell? Ist das dein Ernst gerade? Was dann noch besonders war, dass EcoFresh da war. Also wir haben ja unser neues Format gestartet. Die hat eine Kuchenwaage, ne? Nochmal damit ihr... Die hat eine Kuchenwaage. Die hat eine Tortenwaage.
eine Wasserwaage für eine Torte.